Herzlich willkommen, Leute, zu meinem 27. Part von The Legend of Zelda, Ocarina of Time. So, wir beeilen uns mal lieber. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Vor allem, der Link wird gleich auch am Anfang wieder zu niesen. Das wollen wir ja nicht, ne? Wir gehen mal hier rein, ne? Mal gucken, wo wir herkommen. Oh. Oh, blub, blub, blub. Ja, ja. Ich weiß, man kann nicht atmen, bla, bla, bla. Jetzt kommt einer der großen Nachteile. Man muss jedes Mal ins Menü rennen, um wirklich, ja, um wirklich was zu erreichen. Ich muss mal gucken, wo geht's denn überhaupt lang? Ne, da lang geht's. Wow! Nee, hier raus, hier schnell wieder, ne? So, wir wollen ja mal wieder zurück, ne? Nee. Den ignorieren wir mal, den Hayopai. So. Zoras Quelle. Die kennen wir ja noch zu gut. So. Oh, ja. Und rüber mit dir. Mega Eisscholle. So, ja, ja. Nicht, dass mir zu kalt wird, ne? Dann befreien wir jetzt mit der verbleibenden Flamme. Ich hoffe mal, es klappt auch. So. Wir befreien mal den Herrn der Zoras, der König der Zoras. Subi! Da freut sich doch das Herz. So. Gut. Oh, ich fühle mich wie neu geboren. Seid ihr es, der mich vom Eis befreit hat? Ich danke euch. Mir scheint, ihr könnt euch nicht sehr lange unter Wasser aufhalten. Als Zeichen meines Dankes, nehmt bitte diese Rüstung mit ihr. Könnt ihr nun auch unter Wasser atmen? Oh yeah, Mann, Leute, die Zora-Rüstung. Diese Unterwasserrüstung passt nur, nur Erwachsenen. Du kannst unter Wasser atmen. Spitze! Dafür hat sich das ja gelohnt, ne? Wo ist überhaupt Link? Wieso wird Link nicht mal angezeigt? Komische Sache. Naja. Dann wollen wir mal runtergehen, ne? Ich weiß auch jetzt nicht. Ne. Ich habe doch die Stiefel. Grundsätzlich heißt es ja, wenn ich die Stiefel habe, kann ich ja jetzt kackenfrech sagen, ey, warum nicht? Dann geh mal jetzt. Ja, komm. So. So. Unter Wasser. Okay, so, so, und so, und so. Und die Metallstiefel sind drin. Das könnte jetzt ein bisschen dauern. Boing, 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 boing. Wir brauchen das Herzteil. Ein Herzteil, wie er im Buche steht. Und wir wollen ja wieder zurück, ne? So, dann schwimm mal hoch. Toller Link, wa? Wie glamourös der nach oben schwimmt. Ohne Anzeichen von Müdigkeit, Erschöpfung, Trauer. Ach, herrlich. So, und da sind wir wieder.
So, jetzt muss ich erstmal gucken, wo wir sind. Ah, da. Gut, wir wollen ja aber jetzt hier wieder zurück. Ich überlege gerade, bevor wir jetzt wirklich diesen Wassertempel dann erledigen, dass ich nochmal, na komm. Alter. Ja, dass wir nochmal jetzt hier... Kann ich den jetzt auch so ansprechen? Nee. Er fühlt sich ein bisschen leicht unwohl, wenn ich ihn so anspreche. Ah, ich verstehe. Prinzessin Rute ist zum Wassertempel gegangen. Super, König. Ich glaube, deine Gehirnzellen sind noch ein bisschen leicht vereist. Dann ruh dich mal gut aus. Wir wollen erstmal nach Kakariko. Da will ich als erstes hin. Die Frage ist jetzt aber nur... Kakariko hin oder her? Freut mich auch für Kakariko. Soll ich mich nochmal als jungen Link verwandeln? Also nochmal durch die Zeit reisen? Um natürlich... So. Um natürlich eine bestimmte Mission zu absolvieren. Halt die Presse, du. Und zwar... Ja. Das mit dem Herz, da mache ich später. Ist ja jetzt nicht so, dass ich jetzt unbedingt Herzen brauche, so viel wie möglich. Natürlich wäre es gut. Aber... So. Ah, komm. Weil ich könnte ja noch einen Zwischentempel nochmal absolvieren. Den kann, muss ich so oder so später absolvieren. Aber ich kann ihn jetzt schon absolvieren. So. Ob mir das gefällt und ob ich darauf Lust habe, ist eine andere Geschichte. Natürlich, vom Wassertempel ist es natürlich was Gutes, ne? Aber, Hi, Epona. Ja, okay, wir Hose mit Epona. Tschüss, Epona. Brauch dich nicht. Na? Wir wollen noch mal... Da wir jetzt schon 31 oder 32 Skulltulas. Keine Ahnung. Wir haben auf jeden Fall genug Skulltulas. So. Hi, Oppi. Tschüss, Oppi. So, gehen wir mal ins Skulltulahaus. So. Ich glaube, er war das. Der Fluch ist von mir genommen. Tausend Dank. Hier ist eine wertvolle Belohnung für dich. Oh yeah, Mann, die Riesenbörse. Ey, eine riesige Geldbörse. Jetzt kannst du sogar 500 Rubine tragen. Du hilfst doch auch meinen Brüdern, oder? Ich bin sicher, sie geben dir noch etwas viel Besseres. Ja. Ich bin verflucht. Das ist schön. Wir sehen so aus, weil auf uns der Flug des Skulltulas lastet. Aber du hast 31 Skulltulas zwischen, daher lässt du langsam die Wirkung des Flugs nach. Haben dir meine Kinder, die du erlöst hast, etwas zur Belohnung gegeben? Man wird übrigens nur dann sehr reich, wenn man so viele goldene Skulltulas wie möglich vernichtet. Du findest sie nur, wenn du deine Umgebung stets aufmerksam erkundest. Bitte hilf uns, wir zählen auf dich. Jawohl! So, das haben wir auch erledigt. Ja, wir können jetzt eigentlich... Ja, es gibt ja eigentlich, grundsätzlich gibt es ja noch einen Ort, den man jetzt so nebenbei mal erreichen kann, und zwar das ist der Brunnen. Der Brunnen ist zwar jetzt versiegt, aber man kann theoretisch
Dann, wenn man als junger Link da reingeht, kann man halt noch eine Maske kriegen. Aber ich glaube mal, das lassen wir mal lieber. Kann ich mich jetzt schon nämlich teleportieren? Das wäre natürlich nice. Wie ist das der Song nochmal? Runter, rechts, rechts, links. Okay. Runter, rechts, rechts, links. So. Dann kann ich jetzt schon mal zum Wassertempel gehen. Zum Hyliasee? Ja klar. Huhu. Ob ich darauf Lust habe? Ja. So. So, was steht hier? Wenn das Wasser den See auffüllt, ziele auf die Morgensonne. Die Morgensonne existiert irgendwie noch anscheinend noch nicht. Man kann ja... Wo ist das denn? Hymne des Sturms, Hymne der Zeit, Hymne der Sonne. Rechts runter hoch. Super. Ach, geht ja gar nicht, Leute. Weil man kann den Pfeilen die Sonne erwischen. Und dann kriegt man einen besonderen Pfeil. Geh weg von mir. Nein! Autsch. Oh Mann, oh. Aber mich würde was anderes interessieren. Das ist ja der Hyliasee. Schön und gut. Damals konnte man im Hyliasee nämlich... Nö, ist verschlossen. Schade. Die Musik ändert sich ja schlagartig hier. So. Leute, das Grauen hat einen Namen. Und ich werde mich jetzt diesem Grauen stellen. So. Oh mein Gott. Ja. Leute. Willkommen zum großartigsten Tempel wahrscheinlich im ganzen Zelda. Dem Wassertempel. Ich habe jetzt schon eine Gänsehaut. Nicht weil das großartig ist, sondern weil das total beschissen ist. Es ist eigentlich vom Schwierigkeitsgrad her ich sehe nichts. Ach da. Es ist schwierig. Es hat seinen bestimmten Grund, warum es so schwierig ist. Man kriegt hier ein anderes spezielles Item. Ja, da komme ich noch nicht hin. Das ist ein Grund, warum ich da noch nicht hinkomme. Aber ich guck gerade mal, ich durchsuche mal alles hier.
Ah, gehen wir mal hier entlang, ne? Ne, von hier kam ich doch. Was mache ich da für eine Kacke? So. Jetzt geht's los, Leute. Weil das Problem an diesem Wassertempel ist zum einen erstmal immer jedes Mal ins Menü zu rennen, um die Stiefel abzusetzen, anzulegen, abzusetzen, anzulegen. Und zum anderen ist dieses mit diesem verdammten Wasserspiegel hoch und also herabsenken und... Oh, guckt mal, Leute. Guckt euch das mal an. Oh, wenn ich mich recht entsinne. Kero? Du bist Kero, oder? Ich bin es, Ruto, deine Braut. Die Prinzessin der Zoras. Oh, scheiße, sie erinnert sich noch. Ich werde nie vergessen, was wir uns vor Jahren geschworen haben. Ah, Frauen vergessen nie. Es war grauenvoll von dir, mich 7 lange Jahre warten zu lassen. Doch jetzt ist nicht die Zeit, über Liebe zu sprechen. Es ist etwas Furchtbares geschehen. Zoras Reich ist eingefroren. Alles ist über und über mit Eis bedeckt. Ein junger Mann namens Sheik hat mich aus dem Eis gerettet. Aber die anderen Zoras wurden noch nicht. Ich will sie retten. Alle, ich will Zoras Reich retten. Du musst mir helfen. Du musst es für mich tun. Für die Frau, die du heiraten wirst. Kero, hilf mir, das bösartige Ungeheuer zu vernichten, das in diesem Tempel lauert. Wirst du das tun? Im Wassertempel gibt es 3 Stellen, an denen du den Wasserstand verändern kannst. Ich zeige dir den Weg. Folge mir und beeile dich. Ja, den Wasserstand verändern. Und wenn ich jetzt schon drüber nachdenke, kriege ich jetzt schon... Und ich kann auch hier nichts großartig machen. Außer das. Naja. Soll heißen. Schuhe ablegen. Und nach oben schwimmen. Blüpp, 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 blüpp. Und weiter nach oben schwimmen. So. So, wollen wir erstmal gucken hier, was hier noch auf uns wartet. Sag mal. Der Stachelstein. Ziele mit der Distanzwaffe auf ihn, wenn er wie ein harmloser Stein aussieht. Ja. Oh, du. Hans! So. Habe ich's geschafft. Oh yeah. Unsere erste Truhe, Leute. Oh Mann. Entweder ist es die Karte oder der Kompass. Das kennt man ja schon zu Genüge. Hm. Natürlich, die Karte. Ja, hier gibt's sonst nichts, glaube ich, ne? Nö. Aber... Wir wollen ja mal weiter gucken. Oh! Jeder, der den Zugang mit dem Grund des Sees öffnen will, möge ein Schlaflied aus königlichen Überlieferungen spielen. Ja, Leute. Ob ich das noch kenne? Ist das das gewesen? Zelda Schlaflied? Ich wollte gerade erstmal sagen, Zeldas Liebeslied. Na, wie ein Lied. So. Super. Haben wir schon mal einen guten Anfang.
Und weil es ja hier schon so aussieht, es ist ja schon prädestiniert. Super. Gut. Zack. Und schon wird die nächste Tür geöffnet. Sehr schön. Vorsicht vor den Killermuscheln. Ihr innerlich inliegender Klappmuskel scheint der empfindliche Punkt zu sein. Benutze eine Distanzwaffe. Na? So. Ja, ja, ich hab doch schon verstanden. Ah, hi, 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 hi. So. Und natürlich kriegen wir natürlich nicht sofort gleich zum Beginn unseren Kompass, ne? Kriegen stattdessen so eine kleine popelige Truhe. Aber was könnte in dieser Truhe denn sein, ne? Ein Schlüssel! Yay! So, wollen wir mal gucken. Hier ist sonst nichts? Nö. Gut, dann gehen wir weiter. Grundsätzlich, Leute, es stimmt schon. Es ist nicht schwierig. Also es ist kein unmöglicher Wassertempel, wo man wirklich denkt, boah, wie heftig schwer. Nein, es ist einfach nur kompliziert bisschen. Also man kann es theoretisch locker flockig schaffen. Ohne, dass man sich da irgendwas bricht. Und für jeden Wassertempel gibt es natürlich irgendein Eingang oder Ausgang, wo es weiterzuführen ist. Okay. Ich denke mal, wir benutzen mal die Eisenstiefel. Nö, die Eulen. Wieso ist das Bild schwarz? Ja, das beschäftigt mich ein bisschen. Das war doch das sonst nicht so. Okay, dafür brauche ich den Enterhaken, weil wenn ich unter Wasser bin, kann ich leider nichts anderes verwenden als den Enterhaken. So. Das meine ich, Leute. Und jetzt muss ich wieder ablegen und... Und so groß ist dieser Wassertempel auch gar nicht. So. Okay. So, ohne hinzugucken. Und ein Skulptur wartet da hinter uns. Ich muss jetzt wissen, wie man das nochmal öffnet. Wie war das denn nochmal? Okay, anscheinend können wir da noch nicht hin. Aber ich sehe sowieso auf die Uhr, Leute, es ist eh vorbei. Ich speichere mal hier ab. Immer sichern, immer sicher. Gut, Leute, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sehen uns dann im 28. Part, 28. Part schon. Wieder, wenn es dann wieder heißt, Let's Play The Legend of Zelda Ocarina of Time. Bis dahin, Leute, haltet die Ohren steif. Bis zum nächsten Mal. Tschö.